Hm, gut. Okay. Questlog. Dieser Cambion, offenbar ganz versessen darauf, mit seinem Schicksalskarren ein Glücksspiel zu spielen, hat doch tatsächlich beim Glücksspiel gewonnen. Er erlangte dadurch seine Freiheit. Er hat mir nicht nur, wie versprochen, das heilige Symbol zurückgegeben, sondern mir auch den Edelstein im Bereich, den er hier gefunden hat. Jetzt, wo er seine Freiheit hat, ist der Edelstein ohnehin wertlos für ihn. Jo, und damit können wir durch das Portal. Ich, jawohl. Wie ihr. Aber Keldon sagt die noch ein. Das heißt, wir haben Ebene 3 hinter uns gebracht, können auf Ebene 4 den Ausgang suchen. Ich warte. Und können wieder verkaufen gehen. Oh, und ich kann Talisa hochleveln. Das ist auch gut. Zwei zusätzliche Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Und das war's. Klerik hat eine 29. Stufe. Alter, ey. Wie hoch kann ich noch gehen? Aber ich habe keine Zauber gekriegt. Na gut, auf den meisten habe ich auch schon das Maximum erreicht. Also ja, wirklich, 12 ist das Maximum an Zauber einer Stufe, die man haben könnte. Ah, krass, dass ich Level 29 geworden bin. Also eigentlich schon 35. Mal sehen, wie weit das noch hoch geht. Ja. Zumal ich das alles immer als Zauber hier kriege, oder? Energieklinge. Oh, das Tor. Ja, aber den heftigen Angriff, den ich gerade gekriegt habe, ist der irgendwo als Zauber jetzt aufgetaucht? Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich gerade auch relativ wenig. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeckt deine Nase. Wir gehen in die nächste Ebene und lassen das Teleporter-Gedöns hinter uns. Die nächste Ebene kann ja nur schlimmer werden. Ja, was zur Hölle? Kreaturen auf den Ebenen herbeigezaubert werden. Sie müssen wohl mal wieder närrischer Abenteurer sein. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, was er gerade vorgesäustert hat. Durch den Krach seiner geilen Maschine da. Was auch immer das darstellen soll. Ich lese es lieber nochmal vor. Was? Wo seid ihr denn hergekommen? Ich habe euch doch nicht herbeigezaubert, oder? Nein, natürlich nicht. Es können ja nur Kreaturen aus den Ebenen herbeigezaubert werden. Das müssen wohl wieder manierische Abenteurer sein. Ich bin Talisa. Audrin hat mich hierher geschickt, um den Eingekerkerten zu finden. Wer seid ihr? Seid ihr der Eingekerkerte, den Audrin erwähnte? Wer seid, wer ich bin, wo ich herkomme, geht euch gar nichts an. Nehmen wir die Eins. Eingekerkerte? Diese Namen sagen mir nichts. Audrin, Eingekerkerte, diese Namen sagen mir nichts. Wenn ihr seid, ist ohnehin nicht wichtig. Ich bin der Einzige, der hier wichtig ist. Ich bin Tarston der Wunderbare, der Fürst dieses Stockwerks. Wenn ihr der Fürst dieses Stockwerks seid, warum seid ihr dann hinter Glas eingesperrt? Schön, schön. Sag mir, Kassel der Wunderbare, wie seid ihr denn zum Fürsten des Stockwerks geworden? Was ist das für eine seltsame Maschine, in der ihr da steckt? Super, schon wieder schwachsinniges Gefasst. Ist eigentlich jeder in dieser Festung völlig übergeschnappt? Warum haben euch diese Monster angegriffen und wie konntet ihr sie abwehren? Nehmen wir mal die zwei. Schaut mich nicht so an, als ob ich verrückt wäre. Ich bin nur das Opfer der Umstände und mache das Beste aus einer verzwickten Situation. Es ist eine ziemlich interessante Geschichte.
Vor ungefähr 10 Jahren war ich noch ein Abenteurer wie ihr. Ich kam mit meinen Schülern hierher, um diese Festung zu erforschen. Ich war auf der Suche nach Ruhm und Reichtum und fand diese Maschine. Es ist die erstaunlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Ihr sprecht wohl von der selbstständigen Maschine hier. Was ist das für ein Ding? Schön, dass ihr gefragt habt. Dieses faszinierende Gerät hier ist die Maschine von Lum, dem Verrückten. Mit ihrer Hilfe kann ich Kreaturen herbeizaubern, die mich unterhalten, wenn mir langweilig ist. Und an meinen Zorn gegen sie entfesseln, wenn sie mich wieder langweilen. Aber seid ihr in diesem Gefängnis aus Glas gelandet? Ah, das Glas. Nun wisst ihr, ich wollte es eigentlich nicht erschaffen. Die Maschine von Lum, dem Verrückten, ist ein launisches Spielzeug. Aktionen, die man mit ihr ausführt, haben Konsequenzen, die man nicht einfach so rückgängig machen kann. Ihr habt das mit der Maschine herumgespielt und der Schuss ist nach hinten losgegangen, sodass ihr jetzt gefangen seid. Ausgeglichene Gerechtigkeit, würde ich sagen. Soll ich versuchen, euch zu befreien? Immerhin seid ihr hier gefangen. Gefangen? Ihr habt mich wohl missverstanden. Dieses Glas beschützt mich. Es macht mich gegen jede Gefahr und verwundbar. Ich benötige weder Essen noch Nahrung. Was ist der Unterschied zwischen Essen und Nahrung? Die Jahre ziehen ohne spürbare Auswirkungen an mir vorbei. Ich bin ein Unsterblicher geworden. Ja, ihr sitzt also in eurem kleinen Gefängnis herum und zaubert Kreaturen herbei, um euch zu amüsieren. Ihr seid nicht nur geisteskrank, ihr führt auch eine ziemlich tragische Existenz. Aber ihr verspürt doch sicher das Bedürfnis, freizukommen. Was für einen Sinn hat es denn, unsterblich zu sein, wenn man für immer an einem Ort gefangen ist? Als ihr damals zum Sterblichen wurde, was ist da mit euren Lehrlingen geschehen? Wie könnt ihr es wagen, mich nach meinen Lehrlingen zu fragen? Vielleicht wird das hier euch ja von eurer Neugierde kurieren. Au. Ja, ihn angreifen bringt nichts. Was? Ihr schon wieder, was wollt ihr diesmal? Ja. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, große Füße des Stockwerks. Ich bin bereit, eure Frage zu hören, aber ich will euch warnen. Wagt es nicht, mich zu langweilen, oder ich werde. Oder ihr werdet den Zorn der Maschine von Lum, dem Verrückten, gegen euch Ich werde den Zorn der Maschine entfesseln. Was ist das auch in Lehrling geworden? Würdet ihr mir zeigen, wie man die Maschine von Lum, dem Verrückten, bedient? Die Frage langweilt mich, verschwindet. Ich hätte dann noch eine Frage. Nein, keine Zeit. Keine Fragen mehr. Es wird Zeit, die Dinge ein wenig interessanter zu machen. Au. Zum Lager der Giffey-Yankee. Okay. Da geht's irgendwo hin. Da sind Fallen. Okay. Da ist Harry gestorben. Da können wir neu laden. Nehmen wir einfach den Autosave. Also ja, er beschwört die Fiend und Giffey-Yankee, die vor ihm kämpfen wie Gladiatoren. Ja, ja, ich bin Talisa. Die Kacke, wer ihr seid, ist ohnehin nicht. Ich bin der Einzige, der hier wichtig ist. Wendy, der Fürst. Ich bin Tarston, der Wunderbare. Der Fürst dieses Stockwerks. Ja, das Glas. Aber verspürt ihr doch... Ja. Aber ihr verspürt doch sicher das Bedürfnis, freizukommen. Was für ein Sinn hat es denn, unsterblich zu sein, wenn man für immer an einem Ort gefangen ist? Ich, Castle, der wunderbare Fürst des Stockwerks, beginne zu ermüden. Ihr langweilt mich mit eurem Geschwätz. Es wird Zeit, die Sache ein wenig interessanter zu gestalten. Oh! Erwischt! Das macht Spaß, das Buch!
Ups, da wurde ich ausgesaugt. Ah, Gott, ey. Keine große Herausforderung. Kann er sich nicht auf andere Weise amüsieren? Muss er mich so quälen? Ja. Wer ihr seid, ist um mich nicht wichtig. Ich bin der Einzige, der hier wichtig ist. Ich bin Karston der Wunderbare, der Fürst dieses Stockwerks. Ja. Ja. Nehmen wir den Blitzstrahl, der tut zwar weh, aber ist nicht so nervig wie die Elifiden. Dessen Lage es wohl hier geht. Ja. Untere Ebenen und Ausgang. Ja, verstanden. Immerhin entlege uns mal diese Fallen und vorher machen wir einen Quicksave. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Ja, wieder das Leben mit den Reichen. Ah, hier ist noch ein bisschen Beute, würde ich sagen. Gifttränke, die sind schön. Ich bin bereit. Die Diener wird schon erledigt. Falscher Behälter. Schutzformel gegen Untote. Ups. Ich warte auf euren Befehl. Da wir den da wohl nicht mehr brauchen, können wir ihn mal hier reinpacken. Die Langschwerter müssen wir auch noch vorher identifizieren. Ah, super, der Behälter ist voll. Wir können keine Gegengifte mehr reinpacken. Und den können wir so nicht identifizieren. Ach, das ist einfach nur ein plus 1er Harnisch. Durchdringungspfeile. Könnten praktisch sein. So, also es ist alles aufgeräumt, ja. Ja, wenn ihr es wollt. Bin aber zu neugierig, was noch hinter der Tür ist. Was sagt eigentlich das Tagebuch?
Nichts Neues. Mutierte Spinnen, hi. Viele mutierte Spinnen.